dass du dann einfach immer noch diese Vororientierung hast, was man gut bei Toni Kroos oder Iniesta auch gut vergleichen kann. Ist auch sehr, sehr wichtig, Beidfüßigkeit mit der rechten Innenseite, linke Innenseite oder mit dem Vollspann, dass man da auch bei so Kleinigkeiten halt auch sehr, sehr großen Wert drauf legt. All you gotta do is put your mind to it. Also in Düsseldorf sind wir letztendlich so aufgebaut, dass wir in der U9 und der U10 noch im Aufbaubereich sind, wo es dann weitergeht zur U11, U12, U13 im Grundlagenbereich und in der U14, U15, U16, wo ich dann selber arbeite, in dem Bereich sind wir dann schon im Entwicklungsbereich, sind dann so aufgestellt, dass wir Trainingseinheiten so planen, dass wir von Düsseldorf letztendlich einen Monatsplan vorgegeben bekommen, der letztendlich auch über den ganzen Jahr aufgeteilt ist mit verschiedenen Schwerpunktbereichen, ja, die dann monatlich nochmal differenziert werden und dass wir dann so freigestellt sind in unserer Übungswahl, ja, dass wir nicht spezifisch irgendwelche Übungen trainieren müssen, sondern da relativ flexibel sein können, wie wir trainieren wollen. Genau, zum Beispiel, wenn wir jetzt verschiedene Schwerpunkte nehmen, sage ich mal Vororientierung, ja, dass ich, wenn ich einen Ball bekomme oder einer steht vor mir, wir spielen uns die ganze Zeit einen Doppelpass, hinter mir steht einer mit zwei verschiedenen Hütchenfarben oder streckt mal links oder rechts die Hand aus, dass du dann genau darauf reagieren musst, immer wenn der Ball kommt, dass du dich kurz vororientieren musst in die andere Richtung, immer gucken musst, auf welcher Seite steht die Hand, eventuell spielst du den Ball dann mit dem Fuß, ja, auf der die Seite, auf der die Hand auf der Seite ist, dass du dann einfach immer noch diese Vororientierung hast, was man gut bei Toni Kroos oder Iniesta auch gut vergleichen kann, was die einfach überragend machen in dem Bereich. Ja, oder andere Übungen, die ich jetzt als Beispiel oder Schwerpunkte, die wir uns setzen, offene Stellung, was in dem Altersbereich auch extrem wichtig ist. Ja, das sind halt Kleinigkeiten, die letztendlich aber auch ein Spiel ausmachen können. Ja, offene Stellung, dass auch der Passgeber den Ball immer auf dem offenen Fuß spielen muss. Ja, das kann man auch ganz einfach an einem Hütchen demonstrieren. Wenn ich einen Ball bekomme, löse ich mich erstmal von dem Verteidiger, habe immer eine offene Stellung zum Spielfeld. Ja, dass ich immer den offenen Fuß angespielt bekomme, dass ich letztendlich auch beidbeinig arbeite. Ja, nicht, dass ich immer, wenn ich den Ball mit dem ballnahen Fuß annehme, erstmal zwei, drei Schritte machen muss, um dann mit dem selben Fuß dann zu spielen. Ja, dass man so versucht, so schnell wie möglich dann den Pass abzuspielen. Ja, dass man auch, ist auch sehr, sehr wichtig, Beidfüßigkeit, wenn wir schon bei dem Thema sind. Ja, das sind auch ganz simple Übungen, die man machen kann, dass man, wenn man zwei Hütchen an die Seite neben sich stellt und dann immer nur seitlich vorbei mit der rechten Innenseite, linke Innenseite oder mit dem Vollspann, dass man da auch bei so Kleinigkeiten halt auch sehr, sehr großen Wert drauf legt. Ja, genau. Und taktische Sachen sind halt letztendlich in der Hinsicht Spielaufbau, ja, oder Übergangsspiele, sowas halt, dass man da auch sehr, sehr flexibel auch ist in der Übungsauswahl, die wir dann eben auch haben.